Nächster am Wort, Harald Troch, ebenfalls von der SPÖ. Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren, eine aktive Außenpolitik ist für Österreich wichtig, nicht nur aus Imagegründen, nicht nur aus Tradition, sondern eine aktive Außenpolitik kann Brückenbauer sein in andere Länder. Und andere Länder sind für uns ja wirtschaftlich von großer Bedeutung. Allein die österreichische Industrie ist stark exportabhängig. Österreich ist ein Tourismusland. Auch da sieht man, Außenpolitik kann ein wichtiger Brückenbauer sein. Im Außen- und Europapolitischen Bericht der Bundesregierung 2015 ist Russland natürlich ein Thema. Russland ist für uns ein wichtiges Thema, weil Russland auch ein Partner ist. 2014 sind von der Europäischen Union die Sanktionen verhängt worden, die ich kritisch sehe. 2015 sind diese Sanktionen voll schlagend geworden. Eine Untersuchung des WIFO hat ergeben, es geht um ein Exportvolumen von 550 Millionen, um das Österreich de facto umgefallen ist durch diese Sanktionen. Es geht aber auch um 7.000 Arbeitsplätze in Österreich. Schade um diese 7.000 Arbeitsplätze. Die Frage ist nun, was tun? Und da ist natürlich die Außenpolitik Österreichs gefordert. Ich schätze die Positionen des österreichischen Außenministers hier positiv ein. Bemühungen, brückenbauende Funktionen in der Europäischen Union wirken, dass hier die Sanktionen schrittweise abgebaut werden können. Ich schätze hier auch eher, so wie es im Bericht auch heißt, von den Strafen wegzugehen, hier zu einem ermunternden System zu kommen, um Fortschritte auch in dem Minsker Prozess sozusagen zu belohnen. Der Wirtschaftskrieg schadet in Europa und schadet insbesondere Österreich. Das heißt, es geht um realistische Positionen. Realistische Positionen hatte aber auch schon der ehemalige österreichische Bundespräsident, der sich hier sehr eingesetzt hat für den Dialog mit Russland, auch unser Bundeskanzler, auch der Wirtschaftsminister. Und das ist sehr positiv zu bewerten. Russland ist auch ein wichtiger Partner international. Ich glaube, Russland kann beitragen zu einer Befriedung in Syrien. Und da haben wir jetzt vorliegen einen Antrag der Kollegin Alef Korun zum Thema Massenhinrichtungen in syrischen Gefängnissen. Ich möchte auch darauf eingehen, es liegt mir auch der Amnesty International Bericht zu Syrien 2017 vor, der ein sehr ausgewogener Bericht ist, das muss ich sagen. Und ich würde sagen, gerade in unserer Außenpolitik gegenüber dem Nahen Osten und Syrien ist Ausgewogenheit gefragt. Mir wäre es daher wichtig, dass erstens einmal, dass ich betone, Folter und Hinrichtungen werden auch seitens der SPÖ natürlich ganz klar abgelehnt, aber eine unglaubliche Brutalität und Gewaltanwendung gibt es breit. Auch der gefürchtete und berüchtigte Islamische Staat wendet in außerordentlichen Ausmaß Gewaltanwendung brutalster Art an. Genau Amnesty International verweist in seinem Bericht auf Massenhinrichtungen, Anschläge, wo massenhaft Menschen umkommen. Von der unglaublichen Versklavung, Gewaltanwendung von Frauen spreche ich gar nicht. Wir sind aber hier sehr gesprächsbereit. Die SPÖ wird nun diesen Entschließungsantrag nicht zustimmen. Mein Vorschlag ist, dass wir im nächsten außenpolitischen Ausschuss hier gemeinsame Positionen einbringen, wo man insgesamt die Gewaltanwendung in diesem Krieg und Bürgerkrieg, wo man hier eine negative Position dazu einnimmt und dies ablehnt. In diesem Sinn danke für Ihre Aufmerksamkeit.